Kennst du sowas? Zahlen über dem Board? Ja? VIP Limits? Genau. Genau, Flight Levels, no work to change. Wenn ich hier so stehe, kann das jeder irgendwie aus allen Ecken und Enden sehen. Sehr gut. Genau, wer waren von euch auf der Lean Company Central Europe in Hamburg? Ein paar, sehr gut. Übrigens eine der besten Konferenzen, die es gibt, von IT Agile ausgetragen. Wann, Wolfgang, ist die nächste? 5. und 6. November. In Hamburg kann man nur wärmstens empfehlen. Was ich vorhabe hier ist, den Vortrag, den ich dort gehalten habe, in leicht modifizierter Version hier zu halten. Und der Vortrag war irgendwie so, ich habe quasi eine Organisation beschrieben. Und da habe ich zuerst eben die Transition, in der die drinnen waren, so beschrieben. Und da war ich im Problemmodus und danach den Lösungsmodus quasi skizziert. Ja? Wir schauen uns heute nur das Problem an und dann gehen wir quasi in den interaktiven Teil. Das heißt, ihr bekommt keine Lösungen. Wie erarbeitet ihr euch? Okay, so der Plan. Genau, worum geht's bei dieser Organisation? Ja, es ist eine Organisation, die will Time to Market verbessern. Time to Market verbessern hat sicher jeder schon irgendwann mal gehört. Ja, das ist derzeit das große Thema. Brauchen wir? Wir wollen Piloten sein und nicht Passagiere. Wir wollen nicht die ganze Zeit den Mitbewerbern quasi nachziehen, sondern wir wollen den Ton angeben. Und dann gibt es noch diese Unsicherheit. Ja, Internet of Things, Blockchain, irgendwas 4.0 und so weiter und so fort. Ja, das ist eine komische Sache. Wir wollen irgendwie gerüstet sein. Und genau so war das bei dieser Organisation auch. Und eben mit dem, ja, wenn wir Time to Market quasi besser unter Kontrolle haben, dann sollten wir das einigermaßen hinbekommen. Und die haben gesagt, okay, wir werden agil. Ole, ole, mit agil erschlagen wir alles und passt. Ja? Das heißt, eine Transformation wurde gestartet, 600 Leute circa, und die begeben sich quasi auf die Reise ins Land der Agilität. Ja? Wie hat diese Organisation das gemacht? Wenn man sich das anschaut, es ist eigentlich fast aus einem schönen Textbuch zitiert. Cross-funktionale Teams. Hat das jemand schon einmal gehört? Ja, natürlich. Ja. Die haben natürlich gesagt, okay, wenn es um Agilität geht, wir brauchen cross-funktionale Teams. Wir müssen Abhängigkeiten reduzieren. Das heißt, wir brauchen das ganze Wissen von den verschiedenen Leuten in einem Team gebündelt, damit es schnell fertig wird. Diese Organisation hat auch gesagt, wir wollen uns nach Produkten aufstellen. Nach Produkten aufstellen, das ist eine Organisation, die mehrere Produkte am Start hat. Und die Idee war, dass ein Team zu einem Zeitpunkt an genau einem Produkt arbeitet. Also klingt eigentlich auch nicht doof, man reduziert wieder Abhängigkeiten damit. Ja? Und die haben gesagt, so richtig dogmatisch wollen wir nicht sein. Die Teams können sich die favorisierte agile Methode quasi aussuchen. Ja? Und es gibt ein paar Mindestanforderungen für die Teams, was alle Teams quasi erfüllt haben müssen. Das eine ist, wir brauchen eine Visualisierung. So die große Vision war dahinter, wann immer ich zu einem Team hinkomme, sehe ich, woran das Team arbeitet, wo die Probleme sind. Ja, also es ist einfach die gesamte Arbeit sichtbar. Das zweite ist, die Teams sollen sich täglich koordinieren, kurze Feedbackschleifen, wenn Probleme auftreten, damit man relativ zügig gegensteuern kann quasi. Die Teams sollen auch besser werden, deswegen sollen die Teams auch Retrospektiven machen und Messungen. Messungen im Sinne von einem Feedback-Loop etablieren, damit man nicht irgendwie so blind in die agile Nebelsuppe reinfahren, sondern damit man auch sehen, okay, werden wir jetzt besser oder nicht. Ja? Und wenn man sich das so durchliest, dann könnte man sagen, wie geil ist das? Ja, also wirklich an alles gedacht. 600 Leute stellen wir cross-funktional auf und geht schon dahin. Ja, und wir sind nicht einmal dogmatisch. Ja, es kann vieles sein. Klingt eigentlich echt cool, wenn man sich das anschaut. Ja, wie hat das Ganze dann begonnen? Das erste war, die haben sich einmal einen Plan überlegt. Eine gute Initiative startet mit einem Plan. Ja, so ein eineinhalbjähriger Transformationsplan wurde entwickelt. Darüber können wir später dann noch ein bisschen diskutieren. Es wurde quasi so ein Transformationsprojekt aufgesetzt. Wie soll das Ganze funktionieren?
Zuerst brauchen wir mal agile Trainings. Ja? Wir wissen ja, Agilität, es geht ums Mindset. Denn das Mindset ist das Wichtige. Es ist nicht so sehr die Praktiken, sondern es ist das Mindset. Und wenn alle Mitarbeiter das richtige Mindset haben, dann ist es eigentlich vom Mindset her super. Ja? Also das ist nämlich, das Mindset ist relevant. Ja? Deswegen hat es für 600 Leute so eine eintägige Mindset-Schulung gegeben. Ja? Und dann wurde quasi das Mindset ausgerollt. So war die Fantasie. Ja? Genau, also so 600 Mitarbeiter, so agile Schnellbleicher. Ja? Dann ist es natürlich losgegangen, wir müssen die Transformation starten, Reorganisation starten. Das heißt, die Teams werden in die Luft geschmissen und crossfunktional landen sie wieder, mehr oder weniger, und nach Produkt aufgestellt. Was noch? Wir brauchen natürlich mehr Trainings, denn das eine, das war ja nur das Mindset-Training, ja, aber jetzt haben sich ja dann die Teams entschieden, die einen machen Scrum, die anderen machen Kanban und so weiter, ja. Da müssen wir mit Trainings nachladen natürlich. Das heißt, wir brauchen Scrum Master, wir brauchen Product Owner, die Kanban-Menschen, die brauchen ihre Systemdesigns und so weiter und so fort, ja. Da geht noch ein bisschen was zum Trainieren quasi. In der initialen Phase haben diese Transformation 16 externe Coaches begleitet. 16 ist eine knackige Zahl, aber wenn man sich das überlegt, da ist schon ein bisschen was los. Ja, also es geht darum, 600 Leute müssen nur mal durch den Einträger durch. Wenn man jetzt so 20er-Pakete schnürt, ist man schon ein, zwei Tage unterwegs, bis man die einmal alle im richtigen Mindset hat quasi. Und dann da unten, das sind ja dann diese zweitägigen Trainings und so, also ne, da braucht man schon ein paar. Und dann beginnen die ja, die wissen ja nicht, wie Retrospektive funktioniert und so. Also die brauchen Unterstützung initial, klingt nicht doof, ja. Zusätzlich ist es ja auch nicht so schlecht, und zusätzlich haben die noch interne Coaches aufgebaut, was natürlich auch nicht schlecht ist, weil man will ja auch, dass das Wissen irgendwie in der Organisation bleibt, ja. Ansonsten ist es so häufig, ne, wenn die externen Consultants dann weg sind, dann können wir wieder normal arbeiten, ja. Und genau normal arbeiten, das wollen wir nicht, vor allem da hat man ja doch einiges an Kohle investiert, wenn man sich das Programm so anschaut, ja. Genau, also das war die Idee. Nach circa einem Jahr konnte man vermelden quasi, dass 80% der Teams voll transformiert waren. Coole Sprache. Also die haben quasi diese Requirements, also die Anforderungen quasi entsprochen. Also die sind crossfunktional und so weiter und so fort. Ja, machen auch ihre Retrospektiven. Und die haben auch so Umfragen gemacht, was ja auch nicht blöd ist. Die machen ja ganz vieles richtig hier. Ja, die haben Umfragen gemacht und in den Umfragen ist eben rausgekommen, dass sich durch diese kurzen Feedback-Schleifen und so weiter und so fort die Kommunikation massivst verbessert hat in den Teams. Die Stimmung ist besser, bessere Zusammenarbeit. Eigentlich eh alles okay. Also, erste Konklusion, es läuft. Alles gut. Ja? Dann war sowas wie Metriken. Also das ist ja eher so Bauchgefühl, ja. Also es ist gut, Kommunikation, perfekt, ja. Schauen wir mal auf die Metriken, hat sich hier jetzt auch etwas getan. Das Schöne ist, die Teams haben Metriken gemacht. Das heißt, man hat sich diese Metriken einfach ansehen können, ja. Ich habe jetzt stellvertretend für viele Teams einfach ein paar Metriken rausgenommen, die, ja, man kann es jetzt nicht eins zu eins auf alle Teams umlegen, aber man hat das gleiche Muster immer wieder gesehen. Das ist so ein Scrum-Sprint-Velocity-Chart. Kennt das jemand? Also wir haben hier quasi die Sprints drauf und nach oben diese Fantasy-Points quasi Velocity von Scrum. Ja? Und was ich hier einzeichne, ist jetzt nicht die einzelnen Werte, wie die Sprints waren, sondern der Trend. Ja, der Trend, die Idee war, dass wir am Anfang natürlich, wenn die ganzen Teams völlig neu zusammen sind, dass wir relativ wenig liefern werden, wenig Velocity haben. Das heißt, die Teams haben wenig Output. Aber die Idee ist, dass wir am Anfang so einen rasanten Anstieg haben und dass es dann aber stetig weitergeht, weil mit den Retrospektiven ja, soll ja immer besser werden. Das war das, was sich die Leute erwartet haben. So hat es dann ausgesehen. Irgendwie komisch, ja? Also der Anstieg, der hat noch gepasst, der ist da wirklich raufgegangen, jetzt nicht ganz so hoch, was auch immer, ist aber sehr abgeflacht und das geht hier sogar nach unten. Das heißt, nach oben wäre schöner, ja, nach unten bedeutet, die haben jetzt eigentlich dann weniger geliefert. Komisch. Das ist von einem Kanban-Team eine Metrik. Da haben wir jetzt auf der X-Achse quasi Zeit
machen wir es einfach, und nach oben ist es die Durchlaufzeit. Das heißt, wie lange braucht es, bis Arbeiten fertig werden. Die Idee war natürlich, dass es am Anfang vielleicht die Durchlaufzeit leicht ansteigt oder einigermaßen ja, konstant ist, aber dass sie dann natürlich nach unten geht. Vor allem, wenn man all diese Case Studies liest, ja, da steht ja überall drin, ja, wir haben Kanban eingeführt und keine Ahnung, Faktor 4 ist die Durchlaufzeit schneller geworden und ole ole, wir sind die Besten. Ja. Also kann man sich sowas schon irgendwie erwarten. Das war das Resultat, was rausgekommen ist. Das heißt, die Linie ist einfach ausgeflacht. Jetzt geht die ein bisschen leicht nach unten, also mit ein bisschen Fantasie könnte man sagen, die wurden schneller. Aber ja, trotzdem nicht jetzt das erreicht, was man erreichen wollte. Die Schwierigkeit bei diesen beiden Metriken ist, ich kann sie nicht vergleichen. Die haben die ganzen Mitarbeiter quasi in die Luft geworfen und das sind ganz neue Teams, ich habe keinen Vergleich. Ist das jetzt besser als davor, schlechter als davor? Mir fehlt die Nullmessung quasi. Schwierigkeit auf der Teamebene. Es gab aber eine Messung, wo wir es vergleichen können, nämlich bevor die Leute agil wurden und danach war diese Messung quasi etabliert und das war folgende. Das war die Durchlaufzeit von den Initiativen. Bevor sie agil wurden, haben diese Initiativen Projekte geheißen. Jetzt sind sie agil, jetzt heißen sie Initiativen. Ist viel agiler, ja. Und das Schöne ist, man kann es aber vergleichen. Der Trend war davor so, das war ja genau der Grund, warum die sich für diese agile Transformation entschieden haben, dass das ansteigt, nicht gut. Ja? Das heißt, das zu erwartende Resultat ist, dass wenn wir jetzt die Agilität einführen, dass es natürlich nicht sofort Time to Market sich verbessert, sondern zuerst steigt es vielleicht noch ein bisschen an, aber dann bekommen wir das massivst nach unten. Ja? Und so hat es ausgesehen. Und das ist schon teilweise erschreckend. Ja? Also der Anstieg, ja, passt. Aber es steigt weiter. Das heißt, die wurden agil und Time to Market wurde schlechter. Unterm Strich. Und das ist schon echt doof, ja? Und da waren die halt dann irgendwie, was ich gedacht haben, hä? Was passiert hier jetzt, ja? Und die haben mich irgendwann einmal reden gehört über so lokale Optimierung, globale Optimierung und Flight Levels und so weiter und so fort. Und dann bin ich irgendwie quasi ins Gespräch gekommen, na, komm mal vorbei, schau mal, was ist da überhaupt los, na, vielleicht ist das irgendetwas von dem, was wir so, von dem du die ganze Zeit da durch die Gegend schwafelst, vielleicht passt da irgendwas von dem auf unser Problem. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ziemlich genau das Wissen, was ich bis jetzt präsentiert habe, ja, also nicht mehr, nicht weniger. Und ja, ich habe mir gedacht, schauen wir uns das einfach mal an, was da so los ist. Das Gute bei der Organisation war, die haben ja wirklich auf Teamebene alles sichtbar gemacht. Das heißt, du konntest zu irgendeinem Team hingehen und konntest mit denen sofort Kommunikation starten über ihre konkrete Arbeit, weil überall standen solche Boards. Und das ist super. Ja, das habe ich genutzt und bin dann einfach mal so losgezogen in der Organisation und haben gedacht, okay, beginnen wir doch einmal eine Diskussion. Das ist jetzt ein sehr simplifiziertes Teamboard, aber so das Muster passt wieder für viele Teams, ja. Also wir haben so ein Backlog, Next, dann entwickeln wir, dann sind wir fertig. Natürlich hat es da hin und wieder mehrere Schritte gegeben als nur Entwicklung. Ja. Warum ich das so simpel dargestellt habe, man kann das auch gut für die Scrum-Teams stellvertretend als Muster verwenden. Weil in Scrum-Teams, da habe ich sowas wie das Produkt-Backlog, dann habe ich hier meinen Sprint-Backlog, dann bin ich im Sprint und dann bin ich fertig. Ja. Also auch die Scrum-Boards, die haben ähnlich ausgesehen vom Muster her. Was mir da aufgefallen ist, 100% der Teams, wo ich war, hatten sowas. Externes Warten. Ja? Das wurde auch wieder verschieden repräsentiert. Ja? Die einen haben so einen Buffer gebaut, die anderen haben das mit Sticky Notes gekennzeichnet. Ja? Aber es war halt so ein durchgehendes Muster. Dieses Team wartet irgendwo auf ein anderes Team in der Organisation. Wenn man den Gedanken jetzt ein bisschen weiter spinnt, was bedeutet das? Das heißt, dieses Team wartet auf ein anderes Team. Jetzt haben alle Teams ihre Arbeit visualisiert. Das heißt, es muss irgendwo in der Organisation ein zweites Team geben, was auch so eine Visualisierung hat. Wenn da herum irgendetwas auf dieses externe Warten geht, dann bedeutet das, dieses Team bekommt jetzt Futter quasi, ja, das muss dann da irgendwie priorisiert werden, dann arbeiten die daran und wenn die fertig sind, ist das deblockiert und die da herum können wieder weiterarbeiten. Klar irgendwie, oder? Das wäre genau diese Logik.
Da habe ich gedacht, okay, das ist schön. Ich ziehe mal los und frage einfach mal so bei den ganzen Teams, auf welche anderen Teams wartet ihr? Ja? Und das hat dann so ausgesehen. Jetzt zur Erklärung. Wir haben hier nur 8 Teams drauf. Bei 600 Personen kann man sich vorstellen, schaut es etwas mit mehr Strichen aus. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wo kommen diese Abhängigkeiten her? Überlegen wir noch einmal. Die haben crossfunktionale Teams. Die haben sich nach Produkten aufgestellt. Das machst du genau deswegen, weil du dieses blöde Bild nicht sehen willst. Ja? Wo kommen jetzt diese ganzen Abhängigkeiten noch her? Tja, zum einen arbeiten mehrere Teams an einem Produkt. Ja, es stimmt, ein Team arbeitet nur an einem Produkt, aber ich brauche mehrere Teams, um ein Produkt fertigzustellen. Also zum Beispiel die 3 Teams, die arbeiten an einem Produkt. Somit haben die, Überraschung, Abhängigkeiten untereinander. Dann, die Produkte sind nicht vollständig unabhängig. Ist auch etwas, was wahrscheinlich viele kennen, die in etwas größeren Organisationen arbeiten. Und so groß muss die Organisation noch gar nicht sein. Das geht schon bei 100 los oder so. Ja. Wenn ich in dem Produkt etwas drehe, dann muss ich auch in dem was ändern und in dem was ändern. Ja. Das heißt, die Produkte haben Abhängigkeiten. Und zusätzlich, ja, wir sprechen von 600 Leuten. Ich persönlich habe noch keine Organisation auf diesem Planeten in der Wissensarbeit gesehen, die mehr als 40 Leute hat und ohne Abhängigkeiten auskommt. Also ich persönlich habe es noch nie gesehen. Bei 600 Leuten wird man diese Abhängigkeiten haben. Ja? Wie sieht so ein Graph in echt aus? Das ist die Sicht von einem Team. Das heißt, das ist das Team und das sind die Abhängigkeiten in diesem Team. Ja? Nicht wenig. Ja? Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man das bei jedem Team macht und das dann aggregiert, diese Sichten, das ist ein schönes, buntes Bild, ja, mit ganz vielen Strichen. Genau. Wenn wir jetzt von Abhängigkeiten sprechen, bei Abhängigkeiten, das triggert bei mir immer so ein Bild. Abhängigkeiten, da stelle ich mir immer so eine Tastatur vor. Ja, nehmen wir an, unsere Organisation ist eine Tastatur und wir sind im Schreibebusiness. Das heißt, unser Job ist es, Briefe zu schreiben oder irgendwas in die Richtung. Ja, gut. Also, strukturieren wir mal unsere Organisation. Team 1, 2, 3, 4, ja. Team 1 drückt nur die Zifferntasten, Team 2 QWERT, ASDF und so weiter und so fort. Und jetzt kommt dieser blöde Kunde und will einen Liebesbrief von uns haben. Müssen wir uns überlegen, wie wir den liefern. Ja? Wenn wir jetzt von 600 Leuten sprechen, dann sieht es nicht so romantisch aus, dann sieht es eher so aus. Wir haben für jede blöde Taste auf unserer Tastatur irgendwo ein Team. Ja? Wir haben ein L-Team, ein Ö-Team, ein J-Team. Jede Organisation braucht natürlich ein A-Team. Ohne dem geht überhaupt nichts. Ja? Gut, und jetzt optimieren wir da mal rein. Ja? Und optimieren diese Teams. Und nehmen wir auch noch an, es funktioniert. Wir haben das beste B-Team auf dem Planeten. Wir haben das geilste H-Team. Wenn die anfangen, das H zu drücken, es kommt Rauch aus der Tastatur raus. Ja? Das sind die Besten auf dem Planeten. Wie viel schneller wird mein Brief fertig? Überschaubar. Ja? Der Punkt ist nämlich in so einer Welt von Abhängigkeiten und die Tastatur ist jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel. Ja? Wenn ich einen Brief schreibe, ist es nicht so wichtig, dass ich ganz schnell auf die einzelnen Tasten drauf hack. Ja? Es ist wesentlich wichtiger, dass ich zur richtigen Zeit auf die richtige Taste drücke. Es muss gar nicht so schnell sein, ja? Aber wenn ich sicherstelle, dass ich zur richtigen Zeit auf die richtige Taste drücke, wird der Brief viel schneller fertig, wenn ich einfach nur schnell auf die Tasten drücke. Wenn wir das jetzt in unsere Organisationswelt übersetzen, es ist nicht so wichtig, dass alle Teams super schnell vor sich hinarbeiten. High-performing Teams. Schwachsinn. Es ist wesentlich wichtiger, dass wir sicherstellen, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Da ist viel mehr Performance quasi drinnen, wie wenn einfach nur die Teams schnell arbeiten. Das ist natürlich nichts, was ich mir ausgedacht habe. So schlau bin ich nicht. Russell Eckhoff hat schon gesagt, dass die Leistung von einem System nicht die Summe der Teile ist, sondern das Produkt der Interaktionen. Das Resultat der Interaktionen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Das ist das Resultat der Interaktionen. Wenn wir das jetzt in die agile Welt übertragen, dann könnte man sagen, Agilität von einer Organisation bedeutet nicht, dass wir unendlich viele agile Teams haben, sondern wir brauchen agile Interaktionen zwischen den Teams. Ja?
wenn wir auf die Interaktionen quasi fokussieren, holen wir viel mehr Performance raus. Und das war quasi so mein erstes, unter Anführungszeichen, Finding. Interaktionen waren gut, aber aus. Also die haben die Teams vor sich hin optimiert quasi und da hat jedes Team jetzt ein Brett vorm Kopf gehabt, aber Interaktionen sind unterm Tisch gefallen. Ja, erster Punkt. Ja, wir haben gesagt, wir reden nur über Probleme heute. Ich habe noch ein zweites Problem identifiziert. Ja, wenn wir uns wieder mal so ein Board anschauen, das war ja das so, schauen diese Boards so circa aus, ja. Und was ich dann begonnen habe, ist, ich habe auch begonnen, den Fluss zu challengen. So im Sinne von, okay, das heißt, ihr entwickelt hier und wenn diese Entwicklung dann fertig ist, dann ist fertig. Dann haben die gesagt, ja, aber danach, also nach der Entwicklung, kommt schon noch die Integration. Okay, und gut zu wissen, ja, dass das danach ist, zeichnen wir es nochmal dahin. Ja. Aber dann, wenn das Ding integriert ist, dann seid ihr fertig. Naja. Also es ist schon noch, dass wir so einen Acceptance-Test haben, also brauchen wir schon auch. Gut zu wissen, ja, modellieren wir es mit. Aber nach dem Acceptance-Test, checkt, fertig. Naja, natürlich nicht, weil wir müssen es noch releasen. Okay, das ist eine gute Information zu haben, ja. Wir wollen Time to Market optimieren und da passiert dann doch noch ein bisschen was dann nach der Entwicklung. Dann war natürlich die nächste Frage sofort, okay, wie häufig findet das statt? Monatlich die Integration, ja, und vierteljährlich Akzeptanztest quasi und das Ausrollen. Das sind gute Informationen, ja, also wenn man so optimiert, sollte man das auch am Radar haben. Ich war aber noch nicht wirklich zufrieden. Ich habe mir auch gedacht, schauen wir mal da nach vorn, ja, vielleicht passiert da ja auch noch irgendetwas. Das heißt, da habt ihr das Backlog und dann geht's mit der Entwicklung los. Ja. Aber ne, passiert davor noch was? Naja, das ist ja nur das Entwicklungsbacklog, war dann die Aussage. Ah, wenn es ein Entwicklungsbacklog gibt, dann gibt es ja vielleicht noch was anderes. Ja, gab es noch. Wir müssen natürlich davor etwas analysieren. Auch gut zu wissen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber das ist jetzt hier euer Produktbacklog, ihr analysiert und dann geht's los. Ja. Eigentlich sieht es bei uns eher so aus. Also wir haben einen Pool an Ideen. Da machen wir mal eine erste Triage, die da das durchschaffen. Da schreiben wir ein Grobkonzept, das wartet jetzt auf das Steering Committee, dann wird ein Detailkonzept geschrieben. Dann wird das Detailkonzept approved und dann sind wir im Produktbacklog drinnen. Das ist gute Information, liebe Leute. Vor allem, wenn wir da jetzt ein bisschen rauszoomen, dann sieht der Prozess plötzlich so aus. Und jetzt kann man ja noch denen so richtig auf die Nerven gehen und sagen, wie häufig finden die Sachen statt? Das Bild sieht dann so aus. Ja? Also einmal im Monat findet diese Triage statt. Das ist eh einigermaßen sportlich, muss man sagen. Ja? Vierteljährlich wird es Tag dieser Steering Committee und zweimal im Jahr werden die Detailkonzepte durchgewunken quasi, abgenommen. Zweimal im Jahr. Wir reden von Time to Market, von Initiativen, die wir verbessern wollen. Ja? Wir haben wahrscheinlich einen Hebel entdeckt. Ja? Was ist der Organisation eingefallen? Entwicklung. Ja? Wir schrauben hier agil rein und sind die geilste, agilste Organisation auf diesem Planeten und ole ole, alles rockt. Ja? Ich glaube nicht. Ja? Also wenn wir uns den Ausschnitt anschauen, diese Organisation, wenn wir da irgendwas Agiles reinschrauben, dann machen wir sicher agile Softwareentwicklung. Fair enough. Kein Problem. Ja? Aber mit Business-Agilität hat das null zu tun. Diese Organisation ist lahm am Markt wie davor. Da ändert sich fast nichts. Ja? Und das war genau der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist. Ende-zu-Ende-Management der Wertschöpfungskette war gut, aber aus. Es wurde irgendwo reingezoomt und dann geschrien, schneller, schneller, schneller im Wesentlichen. Ja? Kann man tun, ist dann halt scheiße. Ja? Also bringt jetzt so Ende-zu-Ende-mäßig relativ wenig. War der zweite Punkt. Zwei Punkte habe ich noch, die gehen relativ schnell. Der nächste Punkt, Boards. Ja, es ist echt cool, wenn man bei einer Organisation ist, wo alles visualisiert ist, man kommt relativ zügig ins Gespräch. Ja, und was ich entdeckt habe, sind die Freunde. Kennst du sowas? Zahlen über ein Board? Ja, VIP-Limits, genau. Die hatten VIP-Limits. Wie geil ist das?
Denn VIP-Limits bedeutet, wir haben einen sehr, sehr großen Hebel in der Hand, was Verbesserungen anbelangt. Ja? Hier waren auch Scrum-Teams im Einsatz. Die Scrum-Teams, die hatten die meisten keine expliziten VIP-Limits, aber Scrum-Teams haben auch ihr VIP limitiert. Weil wie funktioniert das in Scrum-Teams? Wir haben sowas wie einen Sprint. Und 2-3 Wochen, wie lang immer die Sprintlänge ist, ist ja genau die Regel. Für diese 2 Wochen kommt keine neue Arbeit dazu. Das heißt, ich habe quasi ein VIP-Limit für 2 Wochen etabliert. War auch der Fall. Und wenn man sich so die Theorie ein bisschen anschaut hinter VIP-Limits, ich werde das jetzt nicht vorbeten, ihr habt das alle schon irgendwie einmal gesehen, wahrscheinlich in der einen oder anderen Variation, da muss man ja sagen, VIP-Limits sind der geile Scheiß schlechthin. Ja? Mit VIP-Limits lösen wir alles. Ja? Switching Overhead, Time to Market wird verbessert, Cost of Delay geht nach unten, Vorhersehbarkeit geht nach oben, Lieferrisiko geht nach unten. Und das Schönste ist, das ist das Beste bei VIP-Limits überhaupt, wir müssen es nicht glauben. John D.C. Little hat es mathematisch bewiesen. Ja? Also wir sind völlig aus dem Bereich draußen, dass wir irgendwas glauben müssen oder was auch immer. Es gibt einen mathematischen Beweis dafür. Also sensationell. Und die machen das. Die haben VIP-Limits etabliert. Jetzt steht hier drauf, die Durchlaufzeit geht nach unten. Bei denen ist die Durchlaufzeit nach oben gegangen. Wie kann das sein? Schräg, oder? Bei VIP-Limits gibt es sowas, das Kleingedruckte. Sag ich immer dazu, ja. Und das Kleingedruckte, das kennen viele Organisationen nicht. Also wahrscheinlich 98% der Organisationen haben das noch nicht gelesen. Ich habe es etwas größer mitgebracht. Wir müssen diese Einheiten in unserer Organisation limitieren, wo wir die Vorteile von VIP-Limits sehen wollen. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Satz für heute, ja? Zumindest jetzt in dieser Veranstaltung. Wir müssen diese Einheiten in der Organisation limitieren, wo wir die Vorteile von VIP-Limits sehen wollen. Was bedeutet das? Diese Organisation hat an Projekten gearbeitet, große Initiativen. Was haben die gemacht? Die haben die natürlich aufgeschnitten in Epics. Ein Epic wurde dann zerlegt in sowas wie Stories und Stories wurden zerlegt in Tasks. So, denken wir das Ganze noch einmal weiter. Ich mache eine Transformation auf Teamebene. Was kann ich als Team limitieren? Worauf habe ich Zugriff? Stories und Tasks. Ganz genau. Auf die beiden Elemente habe ich Zugriffe. Also, ich muss das limitieren, was ich sehen will, das schneller wird. Die wollten Time to Market von Initiativen verbessern. Was müssen wir limitieren in der Organisation? Initiativen. Genau, die Tasks. Ganz genau. Und das war genau die Schwierigkeit hier. Also die haben zwar brav diese Stories und Tasks limitiert, aber trotzdem hat noch jedes Team an 4000 Projekten gearbeitet. Und Überraschung, wird kein Projekt schneller fertig dadurch. Ja? Wichtiger Punkt. Wo in der Organisation können wir Projekte oder Initiativen limitieren? Portfolio-Ebene, ganz genau. Das wird auf der Teamebene nicht funktionieren. Wir haben hoffentlich irgendwie so eine Portfolio-Ebene und da oben müssen wir den Hebel quasi ansetzen. Und das war hier nicht der Fall. Ja, es wurde quasi auf der Teamebene agilisiert, aber die Portfolio-Ebene wurde quasi nicht angetastet. Schwierig. Ja, also kein strategisches Portfolio-Management. Mein dritter Punkt. Einen habe ich noch und dann sind wir auch schon einigermaßen durch. Was ich hier auch einigermaßen spannend gefunden habe, war das Folgende. Die Organisation hat als initiales Ziel sich gesetzt, dass sie Time to Market von diesen Projekten verbessern wollte. Und das sieht man in vielen Organisationen. Ja. Was dann passiert? Es beginnt so ein Ableitungsprozess. Ja. Es wird einmal die erste Ableitung davon produziert, quasi Time to Market für Projekte zu generieren. Das heißt, die erste Ableitung ist, wir müssen agil werden. Das heißt, wir machen eine Transformation für 600 Leute. Jetzt bilden wir die zweite Ableitung von, wir müssen agil werden. Zweite Ableitung bedeutet, okay, wir brauchen agile Teams. Das heißt, wir müssen Scrum, Kanban, was auch immer, auf Teamebene reinschrauben. Was bedeutet das jetzt? Das ist das, was wir erreichen wollten. Wir leiten das ab, wir müssen agil werden und wir müssen dann agile Methoden auf der Teamebene reinschrauben. Worüber hat sich diese Organisation unterhalten? Und das sehe ich nicht nur bei der, das sehe ich bei vielen Organisationen. Die Diskussionen sind,
dürfen Product Owner bei der Retrospektive dabei sein? Wie ist das jetzt mit diesen mit diese Kanban Replenishment Meetings? Darf da der dabei sein und so weiter und so fort? Und na, du redest über irgendeinen Rotz. Ja? Wir wollten Time to Market von Projekten limitieren und hier diskutieren wir über Regeln von irgendwelchen agilen Methoden, die irgendjemand einmal irgendwo zusammengeschrieben hat. Das heißt, du bist losgelöst von dem, was du eigentlich erreichen willst. Ganz, ganz schräg. Wenn man sich das noch anschaut, was da hier noch passiert ist, so das klassische Denken eines Zustandsübergangs. Wir sind derzeit in dieser Situation. Wir sind quadratisch. Quadratisch ist unsexy. Wir wollen irgendwie ein Stern sein. Ja? Also das ist der Zustand, den wir ersehnen. Ja? Was machen wir? Wir schreiben einmal einen Projektplan. Wir stellen einen Transformationsplan auf. Und das ist ganz spannend, wenn es darum geht, Agilität in einer Organisation zu etablieren. Das Erste, was mir einfällt, wenn ich Agilität in die Organisation reinbringe, ich schreibe einen Projektplan. Wahrscheinlich nicht. Ja? Eat your own dog food. Oder wie es Gandhi formuliert hat, sei die Veränderung, die du sein willst. Ja? Der Veränderungsprozess beginnt hier. Ich kann nicht einen klassischen Wasserfallprozess für das Rollout von Agilität machen, ja, mit Meilensteinen, 1,5 Jahre, ja, da haben alle ein Mindset, dann haben wir 20%, 30%, 40%, ja, und dann fahren wir den Plan ab. Big Design upfront, ja, eat your own dog food bitte auch beim Change-Prozess. Und das Coolste ist, bei diesen Transformationsplänen, was das Erste ist, was da meistens echt an erster Stelle steht, ist Veränderung, das Org-Chart. Ja? Als erstes ist einmal wichtig, dass wir alle Mitarbeiter irgendwo anders hinsetzen. Ja? Cross-funktionale Teams, keine Ahnung, das Spotify-Model, ne? Gibt ja viele Sachen, die man machen kann. Ja? Also wichtig ist jetzt, dass, keine Ahnung, der Hans mit der Maria in einem Zimmer sitzt und den Peter, den setzen wir aber jetzt darüber zum Herbert, ja? Und wir rühren irgendwie in der Organisation um. Ja? Und dann geht's. Weil wenn nur jeder am richtigen Platz sitzt und im richtigen Büro, dann geht's. Ja? Glaube ich nicht. Es gibt zum einen die Aufbauorganisation. Es gibt aber in einer Organisation noch etwas anderes und das ist die Ablauforganisation. Ablauforganisation funktioniert so. Da vorne habe ich eine Idee, einen Kundenauftrag, was auch immer. Der geht in die Organisation rein, fährt da irgendwie durch und zum Schluss haben wir hoffentlich einen Wert für unseren Kunden generiert. Ja? Es gibt auch die Ablauforganisation. Womit verdienen wir Kohle? Wahrscheinlich damit. Ja? Das heißt, warum beginnt jede Transformation immer damit, dass wir die Mitarbeiter woanders hinsetzen? Mir als Kunde ist es so wurscht, wo ihr sitzt. Wenn ich bei Otto Unterhosen haben will, dann ist das mein Problem. Ja? Und nicht, welcher Mitarbeiter in welchem Team, was auch immer ist. Ja? Hier. Wert generieren. Das heißt, in einem ersten Schritt bitte Fokus auf die Ablauforganisation und dann werden wir hoffentlich schlauer. Wir kommen irgendwie drauf, ha, da steht uns aber irgendetwas im Weg oder so. Naja, dann ist vielleicht ein logischer Folgeschritt, dass wir quasi die Aufbauorganisation ändern. Aber einfach nur die Aufbauorganisation umdrehen und dann sagen, und jetzt geht's, ist etwas wenig. Ja? Also ich bin ein Fan, hier zu starten. Start where you are. Ist ja auch doch irgendwo so ein Kampermotto. Ja? Am Ablauf zu starten, weil das ist es, womit wir Kohle verdienen unterm Strich. Und gerade für Organisationen ist die Kohle verdienen nicht unbedingt ganz schlecht. Ja? Und daraus kann dann die Aufbauorganisation folgen. Und das war so mein viertes Finding. Also ihr könnt die Liste noch weitermachen, da waren schon noch mehr Sachen, aber jetzt für die kurze Zeit reichen, glaube ich, die vier Sachen. Dass es relativ schwer ist, wenn man so einen wasserfallartigen Prozess dafür verwendet, um Agilität in der Organisation einzuführen. Da gibt es bessere Wege hoffentlich. Ja? Das heißt, wenn wir das nochmal zusammenfassen, das waren so die vier Punkte. Keine agilen Interaktionen zwischen den Teams, kein Ende-zu-Ende-Management der Wertschöpfungskette, ja, kannst du erinnern, dieser riesige Prozess, kein Portfolio-Management und Wasserfall für agile Transformation. Jetzt ist es so, dass wir, wenn wir diese Probleme lösen wollen, das nicht nur auf der Teamebene machen können. Also gerade da sind jetzt wenig Sachen dabei, die man auf der Teamebene machen kann,
Das ist häufig woanders in der Organisation. Jetzt stellt sich aber die Frage, wo in der Organisation können wir diese Punkte adressieren? Und dafür gibt es ein Modell, was ich relativ gern verwende. Das heißt die Flight Levels, Flugebenen. Mit den Flugebenen kann ich quasi eine Kommunikation, eine Diskussion starten, wo in einer Organisation muss ich was tun, damit ich das erreiche, was ich erreichen will. Ja? Flight Level ist ein Begriff aus der Luftfahrt. Luftfahrt, ja, heißt so, oder? Je höher ich fliege, desto mehr sehe ich, aber ich sehe nicht sehr viele Details. Je niedriger ich fliege, desto mehr Details sehe ich, aber mein Ausschnitt ist halt irgendwie beschränkt. Ich kann quasi auf Flight Level 1 fliegen, also sehr tief, wo ich sehr viele Details sehe, aber nicht sehr, einen sehr hohen Ausschnitt habe. Und das ist die operative Ebene, das Team, Leute, die echt arbeiten. Ja? Hier kann ich Agilität, Verbesserungen, was auch immer einführen. Häufig hat eine Organisation mehr als nur ein einziges Team. Das heißt, wir werden auch mehrere von diesen Flight Level 1 Systeme in unserer Organisation sehen. Und das ist jetzt einmal völlig losgelöst von irgendeiner Methode. Ja, da steht zum Beispiel drauf Sprint, Backlog und was auch immer. Also ich rede nicht von Methoden, das ist mir mal völlig wurscht in dem Moment. Jetzt ist es aber so, dass wir häufig mehrere Teams brauchen, damit wir einen Kundenwert generieren können. Ja? Das ist dann Flight Level 2, Koordination, Ende-zu-Ende-Koordination. Hier stellen wir quasi sicher, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Das ist genau diese Tastaturmetapher. Ja? Im Idealfall, habe ich den gesamten Wertstrom drauf, from Idea to Impact, also Ende-zu-Ende-Koordination. Jetzt ist es häufig auch so, nicht häufig, sondern hoffentlich immer, dass diese Boards miteinander verbunden werden. Ja, das heißt, ich kann hier heroben quasi ein Post-it verschieben und das löst Arbeit hier herunten auf. Dann habe ich einen Feedback-Loop etabliert, was mir nach oben quasi retour meldet, wo das Ding ist und dann rutscht es oben weiter. Ja, das heißt, die Boards kann man zusammenhängen. Wenn das ein Wertstrom ist, hat eine Organisation häufig mehr als nur einen Wertstrom. Wir haben mehr als nur ein Produkt, wir haben mehr als nur ein Projekt oder was immer das die Einheit halt ist, mit der wir Wert generieren. Und wenn die Abhängigkeiten untereinander haben, dann hat das sehr viel Schönes, wenn wir diese Boards irgendwie aggregieren. Das können wir ein eigenes Board von mir aus bauen oder wir stellen die Boards einfach, die einzelnen Produktboards in die Nähe. Und wir etablieren hier jetzt wieder einen Feedback-Loop, damit die richtigen Leute miteinander sprechen und über diese Abhängigkeiten kontinuierlich diskutieren. Ja? Flight Level 2. Jetzt kann ich noch einen Stock höher fliegen. Das wäre dann Flight Level 3 und das ist das strategische Portfolio. Auf der Ebene stelle ich sicher, dass ich die ganze Arbeit in der Organisation quasi limitiere. Also nicht nur herunten hier die Stories, sondern die Projekte, Initiativen, dass die limitiert werden und hoffentlich auch, dass sie an der Strategie ausgerichtet sind. In größeren Organisationen gibt es nicht nur eines von diesen Flight Level 3 Systemen, sondern auch mehrere. Ja? Also gerade wenn man so in mehreren Ländern tätig ist, dann hat man vielleicht für jedes Land ein eigenes Flight Level 3 System und ein übergreifendes, was dann quasi länderübergreifend funktioniert. Das sind die Flugebenen. Mir helfen die immer, rauszufinden eben, wo in der Organisation ich etwas tun muss, damit ich das erreiche, was ich erreichen will. Also es geht nicht darum, die Flight Levels zu implementieren. In keinster Weise. Ja? Was bedeutet das? Und ich kann auch auf irgendeiner Ebene beginnen und irgendwo anders hingehen. Ja, also ich kann auf Flight Level 1 beginnen und nach oben gehen oder, was meine präferierte Variante ist, so hoch wie möglich einsteigen quasi und dann nach unten gehen. Lead by example, sei die Veränderung, die du sehen willst. Ja? Und auf den verschiedenen Flight Levels werden eben verschiedene Hauptthemen bearbeitet. Da oben ist es wichtig, dass ich priorisiere, hier ist es wichtig, dass ich koordiniere und hier ist es wichtig, dass ich liefere. Das heißt, es geht hier auch nicht um besser oder schlechter. Flight Level 3 ist nicht dreimal so gut wie Flight Level 1, ja, sondern es löst ein anderes Problem. Ganz ein wichtiger Punkt. Wenn ich zum Beispiel das Problem habe, dass die Teams nicht liefern, dann kann ich da oben die besten strategischen Entscheidungen treffen und die Teams werden noch immer nicht liefern. Wenn ich will, dass die Projekte schneller auf den Markt kommen, dann kann ich da unten agil und was auch immer reinsprühen. Das wird mir nicht gelingen, weil ich da oben die Anzahl der Projekte limitieren muss. Und genau dafür können wir quasi die Flight Levels verwenden, um herauszufinden, wo in der Organisation wir was tun müssen.
Und das ist, glaube ich, schon der Übergang zu das, was wir als nächstes machen wollen. Stimmt das? Ja. Genau. Also das wäre jetzt einmal so der initiale Input gewesen. Gibt es dazu, gibt es jetzt Fragestunde? Erst oder? Applaus. Also. Und das war es auch schon wieder für dieses Mal. Hat dir das Video gefallen? Dann gib ihm ein Like. Am besten klickst du auch direkt auf Kanal abonnieren, um in Zukunft ja nichts zu verpassen. Hast du Feedback, Anregungen oder Wünsche, schreib sie uns entweder in die Kommentare oder sprich uns auf dem nächsten Treffen einfach direkt an. Weitere Infos dazu, zu diesem Video und der Limited VIP Society selbst findest du in der Beschreibung. Bis bald!